Hallo und willkommen zurück. Tut mir leid, dass in den letzten Folgen im Ton ab und zu so ein Kratzgeräusch war. Ich hoffe, das ist jetzt behoben und es gibt kein Kratzen mehr. So, wir wollten jetzt eigentlich zur Metro. Okay, habe ich ja schon fast gedacht, dass das dieses Ding da. Okay, sieht lustiger aus. Die 166. Muss man da ein Physikstudium gehabt haben, um die Metro zu benutzen, oder? Okay, grün ist einfach offen. So geht's natürlich auch. War dann doch nicht so kompliziert. Da ist da irgendwas. Klopfen wir einfach mal an fremde Tür. Es ist eine stabile, dunkelrote Tür. Der Ring ist über die Jahre schwarz geworden. Stimmen und das Geklapper von Maschinen sind hinter der Tür zu hören. Lustig, wie hier so Schatten von Passanten zu sehen sind. Finde ich eine ganz witzige Idee. Ich wette, hinter dieser Tür befindet sich ein unterirdischer Einsatztunnel. Da hat aber jemand viel Fantasie. Und da oben die Tür. Es wurde mit einem Messer ein kleines, kaum sichtbares Symbol in die Tür geritzt. Es ist ein hässlicher Abweichlerschädel mit einem zweihändigen Schwert darin. Offenbar wird dieser Raum von den Stadtwachen genutzt. Okay. Gut, dann gehen wir mal in die Metro runter. Der Typ sieht sehr geil aus. Da ist noch so eine Stadtwache, der liest mit Peitsche. Und das ist die Metro. Alles sehr futuristisch aus. Ein Mädchen mit einem Umhang. Sir, erlaubt mir einen Moment, mit euch zu sprechen. Nun, in Ordnung. Ihr seid so nett. Mein Name ist Dusil und ich bin eine junge Novize im Tempel des Leviathan in Grisham. Was willst du, Dusil? Ich wurde geschickt, um einen Assistenten zu suchen. Jemand, der nett und religiös ist. Seid ihr, Sir? Nett vielleicht, religiös nicht unbedingt. Ich fürchte, das bin ich nicht wirklich. Nett auch nicht immer. Manchmal bringen wir auch Leute um. Aber ihr seid sehr nett. Ich sehe es in euren Augen. Im Buch des Leviathan steht ein Vers mit dem Titel Der Wunder der, Sch der Schöpfung. Das Wunder? Hier ist ein Textauszug. Eine kleine Kanne kann man bis zum Rand füllen. Wenn man wenig Glauben hat, dann ist dieser Glaube genug, um der Sache des Leviathans zu dienen. Wollt ihr mir helfen? Jo. Ich werde dir helfen. Lucille schaut zu Boden. Dann hört mir zu, Sir. Hört euch meine Geschichte an und versprecht, sie keinen bösen Leuten weiterzuerzählen. Wir erzählen es höchstens Edna weiter, aber ich weiß nicht, ob das gilt. Ich verspreche es. Habt ihr überhaupt die Heilung schon einmal gesehen, Sir? Die Heiligen. Heilung? Nicht die großen Coens oder die rechtschaffenen Ältesten, aber einfach und doch überraschend reine Menschen. Ich kannte solch eine Person. Nun zwei, aber sie sind eher wie eine Person, eine Seele, unbefleckt und erleuchtet im Innern. Noch nie hatten Zwillinge in unserem großen Tempel gedient. Es waren zwei wundervolle Brüder, voller Glauben und Güte. Sie waren entschlossen, ihr ganzes Leben zu dienen, aber wie es in dem Vers Sorge im Buch des Leviathan geschrieben steht, Schmutz sieht man deutlicher im reinen Strom. Ein dunkler Abweichler kam aus der Sekte und verrührte ihre reine Seele. Er verleitete sie mit Schmutz und Boshaftigkeit. Ich will nicht mal über ihn reden. Er veränderte sich, seine Seele verbrannte, wurde vom Bösen übermannt, aber er konnte nicht widerstehen und brannte aus.
Die Brüder liebten sich noch immer, solche wahre Liebe lebt weiter, selbst wenn eine Person sich für immer in etwas anderes verwandelt. Vielleicht ist die Kraft der Liebe endlos und ab und zu glaubte ich, dass die Liebe der Brüder den abwegigen Bruder wieder zurück ins Licht führen würde. Ich war die Einzige, die daran glaubte. Die Abweichler verwirrten ihn mit Lügen und befohlen ihm, seinen Bruder zu töten. Das ist nicht so ein bisschen in Richtung Kain und Abel. Ich bin da nicht so bibelfest, aber... Und er tat es. Sein Bruder kämpfte um sein Leben, schützte sich und verwundete den Mörder tödlich. Aber er war selbst stark verwundet und starb kurz darauf. Die Abweichler waren entzürnt. Sie stahlen die Leichen, bevor wir sie erreichen und begraben konnten. Wir fanden das Haus des Meisters der Abweichler und töteten diesen Schurken. Dort fanden wir die Leichen der Brüder. Wo wir verstümmelt sie waren, furchtbar verstümmelt. Der Abweichler schändete die Zwillinge, er zog ihnen die Haut vom Körper und machte furchtbare, gottlose Bücher daraus. Wird blass. Okay. Und was habt ihr getan? Man kann Bücher nicht einfach so zerstören. Sie sind magische Artefakte und man kann sie nur zum Bösen oder zum Guten wenden. Eins der Bücher war unreparierbar beschädigt. Die Abweichung hatte es zu stark beschädigt. Ja, man merkt halt doch, dass es kein professioneller Übersetzer gemacht hat. Wir nahmen das zweite Buch an uns, aber die Abweichler hatten noch nicht mal angefangen, hineinzuschreiben, und wir hatten die Chance, es wieder rein und heilig zu machen. Als wir mit dem Ritual fertig waren, das Buch, es löste sich in Luft auf. Irgendwie glitt es uns durch die Finger und niemand hatte es seitdem gesehen. Ah ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher, weswegen sie uns angesprochen hat. Oh, Sir, ich glaube, dass euer Herz unseren Klang gehört hat. Unsere Klagen gehört hat. Auch wenn ihr es nicht gehört habt, möchte ich euch trotzdem um Hilfe bitten. Nehmt diese Tafel. Ich weiß nicht, für was sie gut ist. Der Cone, der sie mir gab, sagte nur, dass sie jemanden in die Hände fallen sollte, der bereit ist zu helfen. Im Buch des Leviathan heißt es... Okay, ich helfe dir. Was muss ich tun? Das hat der Cone nicht gesagt. Ihr werdet es gewiss herausfinden, wenn die Zeit reif ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Tafel bekommen... Tempel des Leviathan-Tafel. Das ist eine Tafel aus weißem Ton. Sie ist glasiert und mit Runen verziert. Eine Tempelnonne gab sie mir. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie brauche. Das werden wir wohl noch rausfinden dann. Okay. Da kann ich nicht weiter scrollen. Was ist denn mit dem? Alter Mann in Rot. Der Plagenkönig hatte den Rat in seiner Hand und rüttelte ihn wach. So war es zum Besten. Schwächlinge werden aussortiert und die Starken bleiben. Zuhören. Olli beschließt, den grummelnden alten Mann zuzuhören. Die Lordners waren nie Schwächlinge. Was auch passieren mag, der Tod von Albus Lordner wird die Balance der Macht nicht so sehr verändern, wie du denkst. William Lawton ist gerissen und er ist noch hier. Er wird einen Weg finden, zurück in den Rat zu kommen. Dieser alte Hund lernt immer neue Tricks. Okay. Metroaufseher. Diese Stadt ist scheiße. Ein hydraulisches Zischen in der Rüstung ist in der Rüstung zu hören. Wenn du nur wüsstest, woher dieser furchtbare Geruch in der Metro kommt, würdest du nie wieder mit dem Zug fahren. Okay. Wo kommt er her? Jauchegruben. Rüstung zischt. Grabstätten. Bettlerleichen. Und die verrotteten Überreste von Ratten und größeren Kreaturen. Das alles sickert in den Grund. Und auch Morde. Die Reinblüter sterben durch unbekannte Hände und das Büro tut nichts. Ein hydraulisches Zischen ist in der Rüstung zu hören. Offenbar ist uns der Himmel auf den Kopf gefallen und das nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Das ist der Metroaufseher. Sie tragen spezielle Helme, um in den dunklen Tunneln sehen zu können. Aufseher bringen Leichen aus der Metro und verjagen Invalide und die Infizierten. Okay. Können wir doch froh sein, dass bei uns höchstens Züge zu spät kommen, ne? Und manchmal hat man es ja auch mit Leuten, die vor Züge springen, zu tun. So, Mann mit lustigem Aussehen.
Ein seltsam aussehender Mann mit einem Schnauzbart läuft am Bahnsteig auf und ab. Genauer hinsehen. Oliver schaut sich den Fremden an. Ein seltsamer Mann mit einer großen, gekrümmten, gestreiften Kopfbedeckung und einem eng gestreiften Anzug. Was zur Hölle, er trägt keine Hosen. Unbekannter Mann. Hallo, mein Lieber, warum starrst du mich an? Nun, Sie sehen aus, als wären Sie wirklich beschäftigt. Sind Sie ein Straßenkünstler oder was? Wer ich bin? Ich bin ein Leviathan-Bürger. Ich, mein Freund, bin genauso eine Person wie du auch. Deine Frage ist unhöflich. Wie ich? Wenigstens laufe ich nicht ohne Hose in der Metro herum. Warum bist du so ein Arsch? Alles, was wir besitzen, haben wir den Leuten im Himmel zu verdanken. Ich zolle ihnen Anerkennung, indem ich mich so kleide wie sie. Das sind seltsame Legenden. Ich meine, ich, mein lieber Freund, rede von der Geschichte, die jeder vergessen hat. Sieht aus, als führt das zu einem sinnlosen Streit. Gut. Nicht gut eigentlich, naja. Ein Junge in einem Umhang. Du. Ja, du da. Du bist die Person, die ich brauche. Ich glaube, dass sie mich mit jemandem verwechseln. Ich verwechsle hier niemanden. Träume ich, oder ist das da ein Dämon auf deiner Schulter? Edna, schnell weg. Edna? Dreh dich nicht um. Deine alte Hexe ist für die meisten Leute zwar unsichtbar, aber ich sehe sie ganz deutlich. Apropos alte Hexe. Tada, ist sie. Alte Hexe? Du könntest etwas respektvoller sein, Junge. Ruhe, Omi. Ich kenne da einen Zauber. Du verbrennst, bevor du mit der Wimper zucken kannst. Edna, lass uns reden. Edna löst sich in Luft auf. Was für ein idiotischer Dämon. Pass auf, dass sie dich nicht hintergeht, wenn sie die Chance dazu bekommt. Wer bist du? Mein Name ist Klaus. Ich bin Rekrut der Sekte. Was für eine Sekte ist das? Ruhe, Mann. Die Worte hier schallen laut wider. Wenn du Abweichler rufst, wird man dich schnell schnappen. Du wirst hängen oder einen Kopf verlieren. Also bist du bereit, mich anzuhören oder nicht? Sprich. Okay, was willst du? Sag's mir. Ich sehe, dass du mit Dämonen bereits vertraut bist. Wenn ich also von Abweichlern rede, wird dir das nichts Neues sein. Hör zu. Ah, interessant. Im Prinzip haben wir hier auf der einen Seite die Novizin, die ja so das Gute in Anführungsstrichen widerspiegelt und die Religion, und dann auf der anderen Seite die Sekte und das Böse mit Dämonen in Form von diesem Klaus. Aber ich möchte erstmal von beiden das rausholen. Gucken, ob er uns auch irgendwas gibt oder so. Ich bin seit 5 Jahren in der Sekte und vor einem halben Jahr, vielleicht mehr, kam ein Typ zu uns. Er war etwa in deinem Alter. Vielleicht älter. Man konnte in seinem Gesicht sehen, dass er nicht dumm war und vermutlich viele Bücher gelesen hatte. Aber beschissene Bücher. Sobald er seinen Mund öffnete, sprach er von Leviathan und abscheulichen Dämonen. Pff. Meine Meister hatten ihn gebracht. Er sagte, dass er nach etwas sucht, aber sein Kopf sei voller Unsinn. Er dient im Tempel des Leviathan und versteht nicht, was das Leben bedeutet. Ist es wirklich so schlimm, im Tempel des Leviathan zu dienen? Was ist schon gut daran? Sie haben die alten Götter und die alten Weisheiten unter die Erde verbannt. Die Korn sind Scheißkerle. Alle. Dieser Typ hat sich von ihren Lügen verschlingen lassen, steckte fest wie in Honig, aber ist ein guter Mensch, ohne Spaß. Er liebte seinen Bruder mehr als sein Leben, er liebte ihn wirklich sehr. Sein Bruder lebte auch in dem Tempel, aber er war ein eingefleischter Anhänger. Wir versuchten ihm zu erzählen, was wirklich war. Was wirklich wahr ist, aber es änderte alles böse. Sogar meine Meister hatten es nicht kommen sehen. Unser Rekrut tötet seinen Bruder. Ah, jetzt kriegen wir die Geschichte nochmal irgendwie aus anderer Perspektive. Aber wurde selbst verletzt und starb am Morgen. Meister sagte, wir sollten uns sein Andenken in Ehren halten. Er sagte, dass ein Typ wie er nicht einfach so in der Erde verrotten sollte. Zurück zum Leviathan, wie man im Tempel sagt. Das heißt aber auch, dass die Abweichler und die Novizen irgendwie alle im selben Tempel dienen? Und was habt ihr getan? Nun, zuerst haben wir ihn gehäutet.
Oh toll, ich hoffe, niemand will mein Andenken so in Ehren halten. Hör einfach zu, Mann. Der Meister macht ihn zu einem Buch, einem Kodex, der all die Weisheit unserer Lehrer beinhaltete. Sie wollten die Haut des anderen Bruders auch verwenden, um einen zweiten Kodex zu erschaffen und sie zusammennähen. Warum? Benutz deinen Kopf, Mann. Wir wollten, dass sie immer zusammen sind, damit sie nie getrennt wären. Verstehst du? Die Coens haben sich eingemischt, haben unsere Meister überrascht, ihn getötet und die Leichen der Brüder mitgenommen. Der unvollständige Kodex aus Haut wurde auch mitgenommen. Und das erste Buch ging ebenfalls verloren. Wir wissen nicht, wo es hin ist, aber das ist im Moment nicht unser Problem. Plinzeln. Wir konnten den Zauber nicht beenden, um beide Bücher in die wahre Welt zu schicken. Die Welt, wo die alten Götter leben. Er wird still. Und was ist der Sinn der Geschichte? Plötzlich spürt Oliver, wie etwas Schweres in seine Tasche fällt. Spürst du es? Da hast du es. Du wirst verstehen, was getan werden muss. Getan werden muss? Wir haben uns auf überhaupt nichts geeinigt. Das ist nicht wichtig. Du wirst es so oder so tun. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Noch so ein Ding. Abweichler Tafel. Eine gruselige, furchterregende Tafel aus Ton. Es ist nicht klar, warum du sie brauchst. Okay, also wir haben wahrscheinlich irgendwann mal im Spiel dann die Wahl, welche von beiden Tafeln wir benutzen. Und ob wir uns dann weiter auf die Abweichlerseite begeben oder auf die gute Seite, in Anführungsstrichen. Ja. So, konnte ich nicht die Wache noch anklicken? Ja, konnte ich. Die Stadtwache. Hier ist ein Abweichler. Sieh dir diesen Ring an. Weißt du, wer die Initialen VF hat? Tut mir leid, Sir. Ich kann nicht lesen. Fragen Sie mal anders. Wo ist der Ausgang? Die Wache deutet mit seiner Hand auf die Treppe. Dort ist es, Sir. Ich glaube, wir sollten erstmal mit der U-Bahn fahren. Mit der Metro, wie auch immer. Die Türen des Zugs sind weit geöffnet und dicker gelber Dampf ist am Eingang zu sehen. Du kannst in den Zug steigen und zur nächsten Station fahren. Dann gehen wir mal zum Weißen Kreis. Ich fahre zur Weißer Kreisstation. Oliver setzt sich in ein Abteil, der Zug beginnt sich zu bewegen. Okay, und hier sind wir dann in der Weißen Kreisstation. Und hier sind wieder ein paar Leute, mit denen wir sprechen können. War das der Typ aus dem, den wir schon bei der Akademie gesehen haben? Wieso kann ich mir eigentlich nicht die Tafel da angucken? Dann haben wir noch einen Typ, der so aussieht, als würde ihm Rauch aus dem Kopf rauskommen. Ja, ich bin gespannt, mich mit diesen Leuten zu unterhalten und was die alles für merkwürdige Storys mit sich bringen. Und danach werden wir dann die Metro verlassen und uns weiter auf die Suche begeben nach VF. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.